Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalat wassalam ar-Rasulillah wa ra'alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuha alladhina amanu, taqullaha wal tanzu nafsu ma qaddamat li ghadin wa taqullaha, inna Allah khabirun bima ta'malun. Erstmal, liebe Geschwister von den Anwesenden und im Internet, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch allen sein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, der allmächtige Gott, der Einzige, möge er uns beschützen, recht leiten, unsere Familien beschützen und unsere Familien recht leiten. Amin. Wir treffen uns immer am Wochenende oder sehr häufig am Wochenende in Wohnungen, um dort Dawah zu machen. Mit kleinen Gruppen, weil selbstverständlich in Wohnungen keine großen Gruppen reinpassen. Aber dafür, alhamdulillah, können wir über Livestream dann noch viel mehr Leute erreichen. Natürlich, wenn das später auf Facebook und YouTube hochgeladen wird, erreichen wir dann noch mehr. Denn das Ziel der Dawah ist es, viele, viele, viele Menschen zu erreichen. Und zwar alle Menschen zu erreichen. Das ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, die ich hier nochmal betonen will. Und dabei müsst ihr uns helfen. Was ihr machen sollt, ist, teilt die Beiträge. Macht Facebook, macht YouTube-Kanäle beispielsweise auf, wo ihr Vorträge runterladet und drauf tut. Das ist sehr, sehr wichtig, weil dadurch könnt ihr sehr, sehr viele Menschen erreichen. Ihr müsst wissen, ein Kanal, wir hatten damals eine Facebook-Seite, die Facebook-Seite piavogel.de oder piavogel. Wir hatten damals schon eine, die hatte 100.000 und die musste geschlossen werden. Wir hatten Internetseiten, die geschlossen werden mussten, die gehackt worden sind. Jetzt ist ein YouTube-Kanal, das Interessante ist, der beste YouTube-Kanal von mir ist ein YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht, ich sage immer der Schwarze und der Blaue, aber es gibt noch andere. Ich weiß gar nicht, wer den YouTube-Kanal verwaltet. Ich habe eine Vermutung, wer den verwaltet, aber ich weiß es nicht. Ja, und der wird besser verwaltet, als wir unseren eigenen YouTube-Kanal verwalten, weil er sich nur auf diesen YouTube-Kanal, oder er oder sie, vielleicht ist auch eine Frau, die es macht, konzentriert. So, und aber dieser YouTube-Kanal, da ist irgendetwas passiert, ja, und wie gesagt, wir wissen es nicht, wir haben gar keinen, wir wissen noch nicht mal, wer diesen YouTube-Kanal verwaltet oder wem der gehört. Ja, aber er ladet immer die ganzen Videos von mir runter. Aber deswegen mein Aufruf an euch: Es nützt nichts, einfach nur immer zu labern und zu jammern und zu heulen, sondern wir müssen einen Schritt nach vorne gehen. Auch wenn ich jetzt hier heute, weil ich bin heute auf dem Weg hier zur Wohnungsdauer, ne, subhanallah, habe ich mir schnell ein Getränk gekauft und dann lade ich wieder in die Zeitung vorbei und dann sehe ich hier Islamstreit zwischen Kanzlerin und Seehofer. Frau Merkel, darum liegen Sie falsch. Ja, jeder davon hat mitbekommen, Frau Merkel sagt, ja, der Islam gehört zu Deutschland, Seehofer sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und jetzt fällt euch hier was auf, guck mal, die Bild-Zeitung, guck mal. Das ist gelb. Islam, Streit. Islam ist gelb und falsch ist gelb. Das heißt, das Unterbewusstsein, im Unterbewusstsein wird damit suggeriert, der Islam ist falsch. Okay? Und der führt zu Streit. Das nur mal so nebenbei. Das sind so kleine Psychotricks, mit denen die Medien arbeiten. Ja? Damit einige Leute immer noch nicht wach geworden sind, wach werden. Weil, ihr denkt vielleicht, ja, der eine oder andere sagt dann, ja, hör mal, Abu Hamza, hast du gedacht, wir wissen das nicht? Hast du gedacht, das wüssten wir nicht, dass die Medien sowieso nur Quatsch erzählen? Nee. Wie viele tausende Muslime haben sich von uns abgewandt, weil in den Medien erzählt wurde, wir wären für den IS? Die glauben bis heute, glauben die den Schwachsinn noch, obwohl wir auf der Todesliste stehen und obwohl wir sogar einen von diesen Freaks, oder ich einen von diesen Freaks ein bisschen bearbeitet habe, ja? Aber das wurde auch in den Medien ganz klein gehalten. Merkt ihr das? Da wurde fast gar nichts von erwähnt. Ja? Dass wir ein Statement gemacht haben, was an Zeitungen geschickt wurde, was nur in einer Zeitung veröffentlicht wurde. Und dann mit dem Zusatz, ja, ob wir dies so ernst nehmen können. Das heißt, selbst unsere eigenen Leute lassen sich manipulieren von den Medien. Und das ist etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, diese Tricks auch gerade für die Jugendlichen klarzustellen. Islam gelb, falsch gelb. Der Mensch
handelt durch Bewusstsein und durch das Unterbewusstsein. Und wenn sich das Bewusstsein, der logische Menschenverstand und das Gefühl unterscheiden, entscheidet er sich fast immer für sein Gefühl. Deswegen beispielsweise in Werbungen geht es um Gefühle zu vermitteln. Wenn du zum Beispiel eine Autowerbung im Fernsehen siehst, wo es um ein neues Automodell geht, da wird nicht aufgezählt, detailliert, was dieses Auto, was, welchen Hubraum das Auto hat und so weiter und so fort. Es wird versucht, ein Gefühl zu vermitteln. Wenn du dieses Auto hast, bist du glücklich. Eine schöne Musik und man fährt durch eine schöne Landschaft. Vielleicht stückt noch eine schöne Frau ein, dass man das Gefühl bekommt, wenn du den Wagen hast, kannst du auch die schöne Frau direkt mithaben und so weiter und so fort. Das heißt, es wird ein Gefühl vermittelt. Es wird das Unterbewusstsein, wird manipuliert. Und da gab es damals von Pro NRW, die in meinen Augen auch so ein Vorläufer von der AfD sind, aber die waren zu rechts, sodass sie den Durchbruch damals nicht schaffen konnten. Es gab viel Druck gegen diese Gruppe. Die haben damals einen Anti-Islam-Film gemacht, sozusagen die deutsche Version von dem Fitna-Film aus Holland. Und da haben sie die Türkei gezeigt und haben gesagt, haben da Glockenläuten gehört, obwohl ja eigentlich die Türkei ja, obwohl ja angeblich die Christen so verfolgt sind in der Türkei, ja, so Glocken gezeigt. Und dann, ja, hier gab es früher viele Christen in der Türkei. Doch dann, und dann zeigen sie auch eine schöne Landschaft dabei, weil Türkei hat ja viele schöne Landschaften. In der Türkei gibt es viele schöne Landschaften. Und dann zeigen sie eine Gerölllandschaft. Und was hörst du dann im Hintergrund? Keine Glocken mehr. Das heißt, vorher bei der schönen Landschaft hörst du die Glocken und dann bei der Gerölllandschaft hörst du den Adhan. Und dann, wenn du das Bild auf Stopp machst, dann siehst du ganz klein in diesem Geröll einen Totenkopf. Das heißt, es wird das Unterbewusstsein von dem, der diesen Film sieht, wird manipuliert. Das heißt, der Islam bringt Tod und Verderben, deswegen müsst ihr jetzt was tun. Und das war auch die Botschaft davon. Das heißt, in Köln sind die Glocken am Läuten, in der Türkei waren die Glocken am Läuten, doch dann kam der Tod im Namen des Islam sozusagen. Auf jeden Fall. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir wach werden und aufmerksam werden und dass wir auch wissen, wie wir uns hier artikulieren. Wir treffen uns jetzt hier in Wohnung beispielsweise. Warum treffen wir uns eigentlich hier in Wohnungen? Warum treffen wir uns in Wohnung und machen das über Internet? Ich gehe immer davon aus. Ja, wir wissen, der Bilal ist vor kurzem verhaftet worden, möge Allah ihn befreien. Ich gehe immer davon aus, dass irgendein neues Hindernis in den Weg reingelegt wird. Aber so muss man auch sein, weil wenn wir die Geschichte der Propheten sehen, dann sehen wir, dass der Prophet flexibel gewesen ist. Und wir müssen flexibel sein, wir müssen mit harten Schlägen rechnen. So. Warum sind wir hier? Werden wir einige Hadithe durchgehen, inshallah, für diejenigen, die hier sind. Das wird aber nicht über Livestream rübergebracht, weil das sonst zu viel ist, das wird später hochgeladen. Dann wird es noch um bestimmte Dawa-Methoden gehen, über die wir heute reden, wie wir die Dawa weiter nach vorne bringen können in Deutschland. Aber wichtig ist erstmal zu wissen, warum wir hier sind. Durch Medien und Staat, übrigens auch durch Merkel und Islamkonferenz, konnte man es schaffen, und das ist gerade für die, die etwas jünger sind, diese Generation nicht so mitbekommen haben, im Jahre 2006, 2007 waren wir jedes Wochenende in einer Moschee. Was haben sie durch Medien und Staat geschafft? Staatsschutz geht zu den Moscheen, bedroht die mehr oder weniger. Ja, ja, wenn sie die hier einladen, wir können ja mal das Ordnungsamt vorbeischicken oder mal eine Steuerprüfung machen, etc., etc. Ja, und dann wird man nicht mehr eingeladen. So. Und das zeigt eigentlich eine schwache Persönlichkeit. Weil eine starke Persönlichkeit lässt sich nicht erpressen. Eine starke Persönlichkeit lässt sich nicht erpressen. Eine starke Persönlichkeit steht zu seinen Prinzipien. Ist das wahr? Ist das gerecht oder ist das ungerecht? Und eine schwache Persönlichkeit gibt jedem Druck nach. Aber die früher beispielsweise in Mönchengladbach sich nicht auf unsere Seite geschlagen haben, ja, sondern ganz im Gegenteil, sich gegen uns entschieden haben. Alles okay? Sich gegen uns entschieden haben, ja, als dort damals gegen uns gehetzt wurde, als Lügen erzählt wurden, und sie haben sich mit als Muslime in diese Karawane angeschlossen, als beispielsweise
Hundekot auf dem Gebetsplatz verteilt wurde. Genau diese Leute, heute werden Schweineköpfe vor ihre Moscheen gelegt. Genau so wird heute Schweineköpfe werden vor ihre Moscheen gelegt. Und genau so werden sie heute kritisiert. Und es wird so getan, als wenn in ihrem Land, das ist ein ganz schlimmes Land, wo alle Nicht-Muslime ganz böse, böse angegriffen werden. Aber damals haben sie sich in diese Karawane angeschlossen. Und ich glaube, die Leute, die sich angesprochen fühlen müssen, wissen schon, wer gemeint ist. So. Auf jeden Fall. Und so konnte es dann passieren. Erstmal die Moscheen, wir konnten nicht mehr in die Moscheen. Zweitens, auf der Straße Kundgebungen machen. Was wurde gemacht? Es wurde von hinten aufgehetzt, Hooligans, PKK-Leute, etc., etc., sodass immer weniger Leute dorthin gekommen sind. Die Eltern und die Moscheen wurden auch aufgehetzt, dass die den Leuten sagen, die sollen dort nicht hingehen. Das ist gefährlich. Prediger wurden benutzt, die selber bei Kundgebungen mitgemacht haben. Die selber bei Kundgebungen von mir mitgemacht haben, zu sagen, das ist nicht vom Islam. Wenn du ein Jahr vorher guckst, der steht selber neben mir bei der Kundgebung. Deswegen lasst euch nicht für blöd verkaufen. Das ist alles, damit die Dauer eingeengt wird. Genauso sind sie damals mit dem Propheten Muhammad a.s. umgegangen in Mekka. Was haben sie versucht? Was haben sie zu Abu Bakr gesagt? Abu Bakr wollte auswandern nach Abyssinien und er ist zurückgekommen nach Mekka im Schutz von Ibn Durunna. Und da haben sie zu Ibn Durunna gesagt, die Mekkaner, die Nicht-Muslime, wir akzeptieren deinen Schutz für Abu Bakr, aber unter einer Bedingung, Abu Bakr darf nicht öffentlich beten. Warum? Weil das eine Dawa war. Das heißt, sie wollten die Dawa einengen. Was ist das Ziel der Dawa? Alle Menschen zu erreichen. Allah sagt im Koran, schreibt euch diesen Vers aus, Sure 25, Vers 1. Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Segensreich ist derjenige, der den Furqan, das heißt der Koran, auf seinen Diener herabgesandt hat, damit er ein Warner für die Welten ist. Als der Prophet a.s., als ihm befohlen wurde, im Koran, in Sure 26, Vers 214 müsste das sein, Wa'andhir ashirataka al-akrabin, und warne deine nächsten Verwandten. Was hat er gemacht? Er ist auf den Berg Safa gegangen. Wo ist der Berg Safa? In der Innenstadt von Mekka, direkt daneben. Warum ist er auf diesen Berg gegangen? Warum ist er nicht in die Wüste gegangen? Weil er alle Menschen erreichen wollte. Und er ist auf diesen Berg geklettert und hat alle gerufen mit einem Ruf, der wie ein SOS-Ruf zu verstehen ist, wo alle kommen. Warum? Weil er wollte zur selben Zeit alle Menschen erreichen. Und dann, was hat er zu ihnen gesagt? Mehrere Sachen, aber eine Sache davon war, er hat die einzelnen Stämme aufgerufen, hat gesagt, rettet euch selber vor der Hölle, vor dem Feuer. Das heißt, er hat Warnung ausgesprochen, weil Allah befiehlt ihm ja zu warnen im Koran. Heute gibt es Muslime, die sagen, und diesen Schwachsinn höre ich bis heute, weil ihn irgendein Möchtegern-Imam oder Möchtegern-Prediger in der Moschee das erzählt hat, man darf in der Dawa nicht warnen, das gehört nicht zur Weisheit. Allah befiehlt den Propheten zu warnen und der Prophet warnt mit der Hölle. Und hier kommen Leute, die irgendwo studiert haben, aber keinen Plan von der Religion haben und sagen, du sollst nicht warnen. Wovor soll ich denn warnen? Vor Fred Ferkel aus dem Rewe? Soll ich vor dem Paradies warnen? Vor der Bestrafung Allahs? So wie der Prophet a.s. es gemacht hat. Er hat vor der Bestrafung Allahs gewarnt. Und dann kommen Leute, ja, es ist nicht weise. Achso, das heißt, der Prophet a.s. war nicht weise. Ja, aber Musa und Harun, ihnen wurde gesagt, sie sollen ein sanftes Wort zum Pharao reden. Ja, stimmt. Lies mal den Vers. Idhaba ila Pharao. Soll ich ihn vorlesen? Ich müsste sogar 20, Vers 42 sein. Kannst du mal nachlesen. Weil die Leute kennen diesen Vers immer, aber die kennen nur die Hälfte des Verses. Und die kennen nicht die Verse, die danach kommen. Wie heißt der Vers? Fakula lahu kaulen layyina. So sagt zu ihm, das ist nicht nur, ist übrigens nicht nur Musa, das ist Musa und Harun, sagt zu ihm ein sanftes Wort. Okay, was ist das sanfte Wort? Wozu soll das führen?
La'allahu, selber Vers. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Damit er bedenkt und damit er Angst bekommt. Ach, hat er so Angst bekommen? Ja, okay, wovor soll er Angst bekommen? Okay, dann schauen wir mal, wie ihr diesen Vers, sag ein sanftes Wort, praktiziert. Ja, ihr seid die Besten. Wir sind genauso wie ihr. Und ist alles kein Problem. Und diese Radikalen, die sagen, das Kopftuch ist... Nein, die haben alle den Islam nicht verstanden. Schon radikal Kopftuch zu tragen. Was meinst du, warum ich schon alles radikal war in den Medien? Er sieht die Gesichtsverschleierung als Pflicht an. Übrigens, ich sehe die Gesichtsverschleierung gar nicht als Pflicht an. Das nur mal so nebenbei. Das nur mal so nebenbei. Ich sehe die Gesichtsverschleierung als Sunna an. Aber der Hijab ist nach allen vier Rechtsschulen Pflicht. Alle vier sunnitische Rechtsschulen, sogar die 12er Schiiten sehen das als Pflicht an. Ganz klar. Warum ist das im Iran vorgeschrieben? War das freiwillig ist oder wie? So. Auf jeden Fall. La'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Damit er Angst bekommt. Der kriegt keine Angst, wenn man ihm sagt, du bist der Beste. Wir sind integriert. Lieber Pharao, wir sind integriert. Wir wollen nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da wird er keine Angst kriegen. Da wird er auch nicht nachdenken. Er wird sagen, ja, ich bin der Beste. Ich habe recht. Sonst würden ja nicht so reden. Das Verrat der Botschaft. Der größte Verrat der Botschaft ist jemand, mit dem du redest über den Islam, der kein Muslim ist, das Gefühl zu geben, dass er auf dem richtigen Weg ist. Das heißt, der ist auf dem Weg in den Abgrund, der kann jeden Tag sterben und sagt, ist mir egal, geh ruhig weiter. Aber wenn du weißt, der ist auf dem Weg auf den Abgrund, der logische Menschenverstand sagt dir, du musst ihn warnen. Ja, aber nicht so direkt. Wo hast du diese Mentalität her? Aus welchem Land hast du die? Das ist vielleicht die Mentalität in deinem Land, aber in der Dawa gibt es die deutsche Mentalität. Nämlich direkt auf den Punkt kommen. Pam! Die Wahrheit ins Gesicht sagen. Es ist so. Das ist das, wie die Propheten reagiert haben. Aber heutzutage ist immer Mujamala. Schön reden und um den heißen Brei. Ja, nein, man muss das dem vorleben. Man muss das dem vorleben, damit er das dann auch annimmt. Ach, ich muss ihm das vorleben. Ah, okay, alles. Also ich sehe irgendjemanden, den sehe ich vielleicht einmal im Leben, dann muss ich dem das vorleben. Wie will ich denn dann mit 81 Millionen Menschen darüber machen? Soll ich die alle zum Essen einladen oder wie? Jeden Tag, nee, aber das reicht nicht, einmal zum Essen einladen, weil du musst das ja vorleben. Du musst dann jeden Tag musst du 81 Millionen Menschen zum Essen einladen. Ey, das ist nicht mehr normal, ist das. Das ist wirklich nicht mehr normal. So einen Blödsinn, und der wird einem erzählt im Namen des Islams. Dann, wie wird der Vers weiter erklärt? Wie wird der Vers weiter erklärt? Allah sagt dann, Fatiyahu, so geht zu ihm, Fakula inna Rasula Rabbik. Wir sind zwei Gesandte von deinem Herrn zu dir. Zu wem sollen wir es sagen? Zum Pharao. Der von sich selber sagt, Anna Rabbukum al-A'la, ich bin euer höchster Herr. Sie sollen zu ihm sagen, um den klar die Grenzen aufzuweisen, wir sind Gesandte von deinem Herrn zu dir, nicht von unserem Herrn zu dir. Von unserem Herrn zu dir wäre schon brutal für ihn gewesen, weil er sagte, Anna Rabbukum al-A'la, ich bin euer höchster Herr. Sie sollen sagen, von deinem Herr zu dir. Das heißt, direkt diese falsche Akida zerstückeln. Anna Rabbukum Inna Rasula Rabbik, jetzt sollen die dem einen Befehl geben. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Sende mit uns die Kinder Israels. Wa la tu'adhibhum. Und bestrafe sie nicht. Ka'ji'naka bi'ayatim Rabbik. Wassalamu ala man ittaba'l-huda. Wir sind schon mit Zeichen von deinem Herrn zu dir gekommen. Und Friede ist mit dem, der der Rechtleitung folgt. Was heißt das? Wenn du der Rechtleitung nicht folgst, dann hast du keinen Frieden. Und jetzt geht's noch weiter. Inna kad uhiya ilayna. Uns ist schon offenbart worden, dass die Strafe derjenige bekommt, der sich abwendet und die Botschaft der Lüge bezichtigt. Zu wem sollen die das sagen? Zum Pharao. Ist der Pharao Seehofer? Ist der Pharao Merkel? Der Pharao ist eine ganz andere Dimension. Der Pharao hat die Kinder, ohne sich zu schämen, umgebracht. Er hat die Zauberer, die vorher für ihn gearbeitet haben, ohne mit der Wimper zu zucken, wechselseitig Arme und Beine abschlagen lassen.
Keiner wird leugnen, dass der Pharao einer der schlimmsten Menschen, wenn nicht der schlimmste Mensch war, der jemals die Erde betreten hat. Eine besondere Art von Kuffer zu sagen, ich bin euer höchster Herr. Diese Unverschämtheit zu besitzen. So. Das heißt, das Treffen ist dazu da, um die Botschaft zu überbringen. Aber Alhamdulillah, es geht weiter. Und ich habe vollen Mut und ihr müsst vollen Mut und vollen Elan haben. Es gibt einige Leute, als gewisse Projekte verboten wurden oder gewisse Moscheen geschlossen wurden oder gewisse Vereine geschlossen wurden, sind sie eingebrochen. Die Dawa ist nicht der Verein. Der Verein ist ein Mittel. Du kannst nicht aufgeben, weil du das Mittel verloren hast. Das ist so, als wenn der Fußball kaputt geht oder das Tor kaputt geht oder der Rasen kaputt geht und du machst einen Fußballverein zu. Das gibt es nirgendwo. Hat der Fußballverein in Sheffield, haben die den Fußballverein zugemacht, als es die Katastrophe im Stadion gegeben hat? Aber bei uns ist das leider so, weil wir keine Persönlichkeiten haben. Wir müssen unsere Leute zu Persönlichkeiten erziehen, die nicht beim ersten Windzug umfallen, die nicht deren Herz nicht von Machtgier, Neid, Feigheit und Dummheit erfüllt ist. Auf jeden Fall, jetzt, das war sozusagen das Vorwort, jetzt kommen wir zu dem Islamstreit. Hier, ihr könnt es nochmal sehen und für diejenigen, die online sind, teilt den Beitrag jetzt. Teilen ist nicht strafbar, okay? Weil es könnte dann sein, dass jemand sagt, ja, weil diese Kategorie von Menschen kennen wir auch, ja? Mit dem kannst du jede Schweinerei kannst du mit ihm machen. Mit dem kannst du könntest du eine Bank überfallen, wenn du willst. Aber sobald du sagst, lass uns Flyer verteilen, sagt er, Bruder, ich will keine Probleme bekommen. Das ist ein Zeichen von Nifaq. Das ist tatsächlich ein Zeichen von Nifaq. Wenn du mutig bist in Sachen, vor denen du eigentlich Angst haben müsstest, die nichts mit der Religion zu tun haben, sondern mit der Dunya, aber was religiöse Sachen angeht, bist du der größte Feigling. Das ist ein großes Zeichen für Nifaq, ist das. Allah sagt im Koran, يَحْلِفُونَ إِنَّهُمْ مِنُّمْ وَمَا هُمْ مِنُّمْ وَلَكِنُّمْ كَوْمُ يَفَقْرَكُونَ. Sie über die Munafikun. Sie schwören bei Allah, sie gehören zu euch, aber sie gehören nicht zu euch, sondern sie sind ein ängstliches Volk. Weiter. Angela Merkel, 16.03.2018. Diese Muslime gehören auch zu Deutschland. Genauso gehört ihre Religion damit zu Deutschland. Also auch der Islam. Horst Seehofer, 16.03. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wer spricht für Deutschland? Jetzt sind wir ja mal gespannt, was die Bild-Zeitung so sagt. Nur ein Streit um Worte? Fragezeichen. Oder eine handfeste Koalitionskrise? Erstmal ist ein Trick. Es ist keine Koalitionskrise. Es geht hier darum, Horst Seehofer will die Wähler, die von der CDU zur AfD abgewählt sind, zurückgewinnen. Damit die sagen, naja, die CDU, CSU, die können mehr bewegen als die AfD, die haben auch vielleicht mehr Fachwissen. Und die haben ja auch einen Guten in den eigenen Reihen. Der Seehofer ist ja ein Guter. Und Merkel will die anderen, die Moderatoren sozusagen, will die weiter für sich behalten. Okay? In einer zentralen politischen Frage stehen Kanzler und Innenminister einander gegenüber. Unversöhnlich. Oh, unversöhnlich. Gehört der Islam zu Deutschland? Nein, sagte CSU-Innenminister Horst Seehofer, 68, vor einer Woche in Bild. Ja, sagte Kanzlerin Angela Merkel am selben Tag. In ihrer Regierungserklärung kam sie zur Überraschung Seehofers darauf zurück. Richtig ist auch, dass mit den 4,5 Millionen Muslimen in Deutschland ihre Religion, der Islam, zu einem Teil Deutschlands geworden ist. Aha, ja okay, da haben wir ja keinen Streit. Erstmal, ich halte es... Also ich glaube, dass wir in Deutschland wesentlich mehr Muslime haben als 4,5 Millionen. Ich glaube, dass das untertrieben ist, 4,5 Millionen. Egal in welche deutsche Großstadt du gehst, der Islam, die Muslime haben wirklich dieses, außer vielleicht in Ostdeutschland, haben dieses Land mitgeprägt. In jeder Großstadt siehst du bestimmte Straßen, wie zum Beispiel in Düsseldorf gibt es Gebiete, Straßen, ich glaube Ellerstraße heißt die, wo du denkst, du bist in Marokko. In Neukölln, die Sonnenallee. Du denkst, du bist in Libanon, Palästina. In Köln, Mülheim,
Denkst du, du bist in der Türkei? Es gibt so überall in den ganzen Großstädten. Das heißt, der Islam und die Muslime haben einen riesengroßen Einfluss. Deutschland hat sich verändert. Und das ist etwas, womit die Ewiggestrigen sich nicht abfinden wollen. Da wollen die sich nicht mit abfinden. Es ist wirklich bemerkenswert, dass dieselben Leute, die sich damit nicht abfinden wollen, dass sich Deutschland verändert hat, sich ohne mit der Wimper zu zucken damit abgefunden haben, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ein Drittel seines, nach dem Ersten, Zweiten, Dritten Weltkrieg ungefähr ein Drittel seines Gebietes abgeben musste. Meine Oma beispielsweise, die kommt aus der Nähe von Danzig. Das ist heute Polen. So gibt es Hunderttausende von Nachfahren, die aus diesen Gebieten kommen, vielleicht sogar Millionen, ich habe jetzt keine Zählung, die aus diesen Gebieten kommen, deren Häuser, wo sie früher gelebt haben, wo heute irgendeine polnische Familie drin lebt. Das ist doch was verändert an Deutschland. Da hat kein Mensch ein Problem mit. Aber dass Leute nach Deutschland kommen, hier arbeiten, hat man ein Problem mit. Warum? Weil die Medien es geschafft haben. Medien und Internetblogs. Ich kann mich noch erinnern, im Jahr 2005 und 2006, was dort, welche Themen dort die Medien beherrscht haben. Der Ehrenmord an Hatun Sürücü beispielsweise in Berlin. Das war ein Thema monatelang in den Medien. Die Rüttli-Schüler in Berlin-Neukölln. Ja, Lehrer trauen sich nicht mehr in die Klassen, diese Ausländer aus den arabischen Ländern, aus der Türkei tyrannisieren und können sich nicht integrieren und das hat natürlich, und immer unterschwellig, das hat natürlich alles was mit dem Islam zu tun. Wenn der Islam nicht wäre, dann wären die alle Einserstudenten. Ja, ist klar. Muslime in Deutschland, also Seehofer musste sich schweigend auf der Regierungsbank von der Kanzlerin belehren lassen. Wie Merkel im November 2015 von ihm auf dem Münchner CSU-Parteitag. Ich weiß, dass viele ein Problem damit haben, diesen Gedanken anzunehmen, und das ist auch ihr gutes Recht, fügte Merkel im Bundestag noch an, vermutlich als Brücke für Horst Seehofer. Doch der will nicht darüber gehen. Ich werde meine Politik nicht um ein Jota ändern, sagte Seehofer im Neuen Spiegel. Für Merkels Ansage im Bundestag fehle mir jegliches Verständnis. Offene Machtprobe zwischen Minister und Kanzlerin, die über die sogenannte Richtlinienkompetenz verfügt, also von Amts wegen das letzte Wort hat in der Theorie. Kracht jetzt die große Koalition im Islamstaat auseinander? Wohl kaum. Ist ja klar, haben wir ja schon gesagt. Warum? Es ist ein Trick. Es ist alles doofes Gelaber. Alles doofes Gelaber. Und hiermit kann man auch gut schauen, wie die Stimmung in Deutschland ist. Ja, das seht ihr jetzt auf der anderen Seite, gibt es halt Umfragen. Was sagen Sie dazu? Da kann man wieder sehen, okay, wie weit können wir die Muslime weiter einschränken? Wie weit können wir Gesetze machen, die den Muslimen schaden? Inwieweit können wir dadurch, durch diese Gesetze, neue Stimmen gewinnen oder könnten wir Stimmen verlieren? Ja, so, das ist gut für eine Umfrage. Das ist wie so ein Angelhaken. So, genervte Reaktion des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans. Ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, ist eine unsinnige Debatte. Eigentlich hat er da recht. So, auf jeden Fall. Hier geht es dann weiter. Dann kommt natürlich Wolfgang Bosbach. Der Liebling der CDU für alle Islamhasser. Der Liebling, der übrigens an Krebs erkrankt ist. Es soll sehr kritisch um ihn stehen. Gehört der Islam tatsächlich zu Deutschland? Hier ist dann Herr Bosbach, der gibt jetzt seinen Senf dazu ab. Okay? Für die Bundeskanzlerin ganz zweifellos, für den Innenminister ganz zweifellos nicht. Jetzt pass auf, was er für ein Schwachsinn labert. Der hat übrigens ein gefährliches Mundwerk. Er hat ein gefährliches Mundwerk, aber pass mal auf, was er hier für einen Schwachsinn labert. Hier. Wer ganz sicher sein will, nicht als islamophob oder gar rassistisch kritisiert zu werden, tut gut daran, sich der Meinung der Kanzlerin anzuschließen. Also er will jetzt hier suggerieren, dass wenn jemand sagen würde, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann wird er sofort mundtot gemacht und gehört zu den Verfolgten in Deutschland, die als rassistisch und islamophob gesehen werden. Das will er jetzt hiermit sagen. Das ist genau derselbe Schwachsinn, den die Islamhasser von PI News verbreiten. Genau derselbe Schwachsinn. Ja, man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Wenn man nur was gegen den Islam kritisiert, ist man ja sofort islamophob. Ach so, wenn das so schlimm ist, warum äußern sich dann hier so viele Leute ganz öffentlich in der Bild-Zeitung mit Bild, dass der Islam für sie nicht zu Deutschland gehört? Warum? Warum sieht man Interviews im Fernsehen, wo Leute diese Meinung vertreten?
Okay. Die Verfolgten. Die verfolgten Leute mit dem, die rational sich mit dem Thema beschäftigen und sagen, Islam gehört nicht zu Deutschland. So. Aber diese Aussage, aber ist ihre Aussage deshalb richtig? Zweifel sind angebracht und müssen eigentlich auch deutlich geäußert werden. Ja, Herr Bosbach, die müssen eigentlich deutlich geäußert werden, wenn Sie noch nicht gemerkt haben, dass diese Zweifel deutlich geäußert werden, dann sollten Sie auch mal zum Neurologen gehen. Weil, also, hier, pass auf, hier, hör nochmal. Zweifel sind angebracht und müssen eigentlich auch deutlich geäußert werden. Das heißt, das soll so bedeuten, ja, man darf ja noch nicht mal mehr die Zweifel an dieser Aussage, dass der Islam zu Deutschland gehört, äußern. Hallo, was hat denn der Seehofer gesagt? Das darf keiner sagen, das ist für die ganze Zeit die Diskussion. Die werden doch die ganze Zeit, wenn nicht nur Zweifel geäußert. Horst Seehofer sagt sogar, er ist ganz überzeugt von dieser Aussage. Ja, aber das ist gut, um diese ganzen benachteiligten P-News-Leser für sich zu gewinnen, die sich gegenseitig in den Internetforen am Aufhetzen sind, wie schlimm es doch ist. Du kannst gar nicht mehr vor die Straße gehen, weil da Horden von Arabern und Türken lauern und deine 14-jährige Tochter vergewaltigen wollen. Die sitzen alle im Gebüsch mit der Machete. Sitzen die alle im Gebüsch? Ah, wo ist das deutsche Mädchen? Ich will sie jetzt vergewaltigen. Verstehst du, diesen Schwachsinn, ich mache das extra so theatralisch vor, weil das ist das Bild, was diese Leute im Kopf haben. Die sind bekloppt. Und dann diese Silvesternacht, die hat dazu beigetragen. So, auf jeden Fall. So. Geäußert werden dürfen, ohne dass die Kritiker dieser These sofort in eine finstere Ecke gestellt werden. Der arme Herr Bosbach. Herr Bosbach, Sie tun uns so leid. Sie werden in eine finstere Ecke gestellt. Also, der arme. Im Kern geht es bei dieser Kontroverse um die Wörter gehört und der. Ach, ehrlich, boah, was für eine wissenschaftliche Herangehensweise. Es geht, habt ihr gehört? Es geht hier im Kern um die Wörter gehört und der Islam. Was gehört zu unserem Land? Ja, erklären uns das mal, Herr Bosbach. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist Teil unserer nationalen Identität? Ganz gleich, ob man diese Frage historisch oder kulturgeschichtlich beantwortet. Deutschland war in seiner langen Geschichte nie Teil des islamischen Kulturkreises. Nö. War auch nie Teil des islamischen Kulturkreises. Deswegen haben wir ja letztes Mal gesagt, Herr Bosbach, die Geschichte geht bis in die Gegenwart und nicht bis in die Vergangenheit. Die Geschichte geht bis in die heutige Gegenwart. Ansonsten können wir auch sagen, Deutschland war nie Teil des christlichen Kulturkreises. Bis zur Schlacht vom Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christi. Jeder würde sagen, du bist total bescheuert. Ja, was ist denn danach mit den ganzen Jahrhunderten? Ja, das ist es ja. Das ist es ja. Wir reden von der Gegenwart. Wir reden nicht von der Vergangenheit. Wir reden nicht von den Kreuzzügen. Wir reden nicht vom Jahre, von der Reformation, von der Zeit der Reformation. Selbstverständlich war da Deutschland nie Teil des islamischen Kulturkreises. Aber die Welt verändert sich. Wir leben in einer globalisierten Welt. Von daher ist dieses Argument völliger Schwachsinn. Weiter. Ganz gleich, ob man diese Frage historisch oder kulturgeschichtlich beantwortet, Deutschland war in seiner langen Geschichte nie Teil des islamischen Kulturkreises. Ach so. Okay. Wir haben keine islamische, sondern eine christlich-jüdische Prägung und Tradition. Christlich-jüdische Prägung und Tradition. Wie viele Synagogen gibt es in Deutschland? 130. Wie viele Moscheen gibt es in Deutschland? In der Gegenwart. Natürlich, vor dem Zweiten Weltkrieg, Herr Bosbach, waren es 2800 Synagogen. Ich weiß nicht, inwieweit Ihre Vorfahren damit zu tun haben, dass es heute weniger Synagogen gibt. Das weiß ich nicht. Da habe ich natürlich keinen Einblick. Das weiß ich nicht. Da können Sie auch nichts für. Das sind ja dann, wenn, ja, also meine Vorfahren haben was damit zu tun. Ja. Kann ich sagen. Auf jeden Fall 2800, heute haben wir 2500 Moscheen. Das heißt, Judentum gehört zu Deutschland, aber Islam gehört nicht zu Deutschland.
Weil ja früher in der Vergangenheit der Islam Deutschland nicht geprägt hat. Okay, welche jüdischen Feste sind gesetzliche Feiertage? Passafest ist ein Gesellschaft. Ich habe es nicht mitbekommen. Also ich kann auch freikriegen bei der Arbeit, wenn Eid al-Fitr ist. Das Fest des Fastenbrechens oder Zuckerfest genannt. Oder wenn das Schlachtfest ist. Und da haben auch die meisten, viele Deutsche gar kein Problem mit. Welche Feste sind heute sichtbarer in Deutschland? Der Ramadan oder das jüdische Passafest? Also wie kann jemand sagen, das Judentum gehört zu Deutschland, aber das Christentum, der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil er in der Vergangenheit nichts mit Deutschland zu tun hatte. Wir reden über die Gegenwart. Wir reden über die Gegenwart. Sagen wir, Fußball gehört nicht zu Deutschland? Weil bis zum Jahr 1900 gab es hier keine Fußballvereine. Ich weiß nicht genau, wie es sich im Fußball verhält. Oder bis zum Jahr 1800. Deswegen gehört Fußball nicht zu Deutschland. Und rein geschichtlich gehört Fußball nicht zu Deutschland. Was ist denn die Geschichte Deutschlands? Gehört nicht die Fußball-WM 2014 mit zur Geschichte Deutschlands? Gehört nicht der Moscheebau mit zur Geschichte Deutschlands? Gehört nicht das Kommen von Millionen von Muslimen zur Geschichte Deutschlands? Nee, der Islam hat gar nichts mit der Geschichte Deutschlands zu tun. Ja, warum haben dann Millionen von Juden, die vor 100 Jahren beispielsweise hier gelebt haben, jetzt sind es ja wesentlich weniger, warum haben die denn was mit der Geschichte Deutschlands zu tun? Wie sind die denn hingekommen? Sind die vom Mond runtergefallen? Oder sind die durch Zellteilung irgendwie hingekommen? Die müssen ja irgendwann mal hier hingekommen sein. Die Schwarzen in den USA haben nichts mit der Geschichte Amerikas zu tun. Warum? Ja, die sind erst später gekommen, als Sklaven. Also haben die mit der Geschichte nichts zu tun. Was ist das für ein Schwachsinn? Welcher Mensch lässt die Geschichte in der Vergangenheit stehen? Hat die Wiedervereinigung nichts mit der Geschichte Deutschlands zu tun? Weil der Mauerfall erst 1989 gewesen ist. Ja, wann sind denn die Muslime nach Deutschland gekommen? Junge, 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 Junge. Was ist mit dem Islam gemeint? Sprachlich zweifellos dessen Gesamtheit, also inklusive Islamismus, Salafismus, Wahhabismus. Ach so, erzählen Sie uns doch mal den Unterschied zwischen Salafismus und Wahhabismus. Hauptsache, man wirft irgendwelche Wörter in den Raum. Hört sich irgendwie überzeugend an. Ja. Und andere Ausprägungen, die nicht nur dem Verfassungsschutz Kopfschmerzen bereiten. Es gibt auch Reichsbürger in Deutschland und Rechtsradikale und Linke, die bereiten dem Verfassungsschutz auch Kopfschmerzen. Es gibt auch radikale Christengruppen in Amerika, die dem Verfassungsschutz bzw. den Geheimdiensten in Amerika Kopfschmerzen bereiten. Es gibt auch christliche Gruppen in Deutschland, die nicht verfassungskonform sind. Fragen Sie doch mal einen Rabbiner, was für ihn wichtiger ist, die Tora oder das Grundgesetz? Das ist nichts anderes, als wenn man einen Muslim fragt, was ist für sie wichtiger, Scharia oder Grundgesetz? Weil was heißt Scharia? Scharia sind die offenbarten Gesetze von Gott. Dazu gehört, dass ich keinen Alkohol trinken darf. Dazu gehört, dass ich kein Schweinefleisch essen darf. Sehr viele Sachen, die mit meinem persönlichen Leben zu tun haben. Dazu gehört, dass ich bete fünfmal am Tag. Das ist der größte Teil der Scharia. 0,1% der Scharia hat mit Gesetzen zu tun, die, wenn sie angewandt werden würden, mit dem deutschen Grundgesetz in Konflikt geraten. Aber das steht gar nicht zur Debatte. Warum? Weil die Bedingungen zur Anwendung dieser Gesetze gar nicht gegeben sind. Von daher Leute wie Herr Bosbach und Co., die machen Themen auf, von denen sie selber keine Ahnung haben. Oder wo sie die Leute täuschen. Das sieht man hier an dem Begriff Islamismus, Salafismus, Wahhabismus. Der weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Wie er die Begriffe benutzt. Ja? Und dieses Thema mit Scharia oder Grundgesetz wird andauernd in den Raum geworfen. Gibt's hier wie viele Muslime gibt es in Deutschland? Wie viele Muslime gibt es in Deutschland, die
hier in Deutschland zum islamischen Kalifat aufgerufen haben. Wie viel hatte der Metin Kaplan gehabt? Kleine Gemeinschaft. Ein paar tausend Leute. Das ist das einzige Beispiel. Das ist noch nicht mal die sogenannten Salafisten haben das gemacht. Das ist reine Propaganda. Das ist der absolute Witz, ist das hier. Und Islam ist ohne Scharia nicht denkbar. Ja, stimmt. Das Judentum ist auch ohne Tora nicht denkbar. Ist ohne das Buch Leviticus nicht denkbar. Ist ohne das Buch Numeri nicht denkbar. Ohne das Buch Deuteronomium nicht denkbar. Und das sind also volle Gesetze, die gegen das Grundgesetz sind. Und das Christentum ist auch ohne die Briefe von Paulus nicht denkbar. Und die Briefe von Paulus sind voll mit Gesetzen, die mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar sind. Und das haben wir letztes Mal schon illustriert. Wenn sie angewandt werden würden. Wir leben nicht in einem theokratischen Staat. Wir leben in einem säkularen Staat. Oder wie sah Deutschland aus, als die Gesetze der Bibel angewandt wurden? Wie sah Deutschland aus? Ganz anders. Aber der scheint zu denken, wir leben hier in einem theokratischen Staat, das nach Bibel herrscht. Oder er weiß, dass das nicht so ist und suggeriert das, dass die Bibel ja das ist, womit Deutschland herrscht. Deutschland ist ein säkularer Staat. Es ist kein theokratischer Staat. Und ja, deren Unterschiede zu unserer Rechts- und Werteordnung sind jedoch unübersehbar. Ja, mag sein, dass sie das nicht sehen. Sie sehen aber auch Gemeinsamkeiten nicht. Die Unterschiede zwischen Tora, ne, und die Briefe von Paulus zu der deutschen Werteordnung sind auch unübersehbar. Zum Beispiel, weil er kommt gleich zu Homosexuelle und dieses Ganze. Guck mal, was die Bibel dazu sagt. Was sagt die Bibel zu Homosexuellen? Was sagt die Bibel zu Frauen? Sie sollen sich den Männern unterordnen, sagt der Apostel Paulus im Neuen Testament. Stimmt das mit unserer Grundordnung überein? Warum wird das nicht thematisiert? Weil wir Muslime alle das Maul halten und solche Leute reden lassen. Man kann nur entweder wild durch die Straßen rennen und Israel-Fahnen verbrennen, was nichts bringt, außer dass man diese Bilder benutzen kann, um zu sagen, hier, guck mal, wie doof die sind und wie gewalttätig die sind. Oder einfach nur sich zu Hause hinsetzen und nichts machen. Warum kann man nicht argumentativ gegen so einen Schwachsinn angehen? Aber wenn ich dann so rede, dann kommen dann die Verbände und sagen, ja, das ist so provokant, wie er das sagt. Nein, das ist die Art und Weise, die Streitkultur, die in Deutschland geführt wird. Dass man klar und deutlich sagt, was richtig ist und was falsch ist, ohne Schleimerei. Da ist jemand in der Talkshow, ist den Islam am beschimpfen und dann sitzt dann eine Vertreterin dort von irgendeinem Verband oder irgendeiner Moschee. Ich sage, Mensch, das passt gar nicht. Du zeigst damit, du bist unehrlich. Stell dir mal vor, jemand steht vor dir und sagt, du bist ein Kinderschänder, ich weiß ganz genau, du hast deine Kinder vergewaltigt. Sitzt dann so dort. Sag, du bist bescheuert. Eine natürliche Reaktion ist zu sagen, was sie erzählen ist völliger Blödsinn, ist eine Lüge. Das ist eine natürliche Reaktion, wenn einer Schwachsinn labert. Wie ein Bosbach. Aber wir sind unehrlich in unserer Reaktion. Die unter uns lebenden Muslime, vielen von ihnen in Deutschland geboren, aufgewachsen, sind selbstverständlich ein Teil unserer Gesellschaft. Sie gehören deshalb zu uns. Ach, ehrlich? Die gehören, also, der Mensch gehört natürlich zu uns. Aber seine Religion gehört nicht zu uns. Trägt er diese Religion nicht? Der Mensch gehört zu uns, aber seine Hautfarbe gehört nicht zu uns, könnte man auch sagen. Hätte man in Amerika sagen können, man hätte sagen, ja, der Mensch gehört zu uns, aber diese Hautfarbe gefällt uns nicht. Die gehört nicht zu diesem Land, weil geschichtlich gesehen hat es in Amerika nie Schwarze gegeben. Deswegen haben die Schwarzen Amerika kulturell nicht geprägt. Bis zum Jahr
1000 noch was. Ja. So heftig die Debatte wieder geführt wird, neu ist sie wirklich nicht. Der Streit wird bleiben. So, und jetzt, aber jetzt kommt der Knaller. Jetzt kommt der Knaller. Das ist wieder so typisch Bosbach. Wenn man wieder diese PE-News-Spinner benutzen kann. Wie wäre es denn einmal mit einem neuen Thema? Beispiel, wie können Christen und Muslime gemeinsam erreichen, dass die Christen in den islamischen Ländern endlich genauso viele Rechte bekommen, wie die Muslime bei uns? Ach so. Okay, welche islamischen Länder meinen Sie denn? Welche islamischen Länder meinen Sie denn? Marokko? Da haben die Christen mehr Rechte als die Muslime. Es gibt islamische Länder, da gibt es alleine schon, weil die Länder und die Herrscher Angst haben vor dem Westen. Welches Land? Waren Sie schon mal in Ägypten gewesen? Wie viele Kirchen es dort gibt? Die meisten sogenannten islamischen Länder, die am meisten unterdrückt werden, werden die Muslime. Lass uns doch mal ein anderes Thema aufmachen. Wie können wir es erreichen, dass Muslime in Ägypten nicht mehr einfach ins Gefängnis gesteckt werden, ins Gefängnis gesteckt werden und ohne Verbrechen dort bleiben? Oder in Guantanamo? Wie können wir es gemeinsam erreichen? Dieses Thema könnte man doch auch mal ansprechen, oder? Ja. Wie die Muslime bei uns. Achso, wie die Muslime bei uns. Achso, wie die Muslime bei uns. Bis vor kurzem war es noch verboten. Bis vor kurzem war es noch verboten für eine Muslimin. Für eine Muslimin. Hier, also hier, das Thema von Bosbach ist, wie können Christen und Muslime gemeinsam erreichen, dass die Christen in islamischen Ländern endlich genauso viele Rechte bekommen, wie die Muslime bei uns. In Ägypten haben die Christen mehr Rechte als die Muslime in Deutschland. Okay. Okay, alles klar. Wie viele muslimische Schulen gibt es in Deutschland? Wie viele christliche Schulen gibt es in Ägypten? Geh aufs Internet, schau christliche Schule Kairo, christliche Schule Alexandria. Wie viele christliche Schulen? Schau nach. Wie viele christliche Schulen gibt es hier? Wie viele christliche Kindergärten gibt es in den muslimischen Ländern? Ja, das könnten wir ja auch aufmachen. Ja, klar, das könnten wir auch aufmachen. Aber dann findet man ja in Deutschland wieder so Tricks. Ja, da kommen dann die Medien, ah, das sind radikale Leute, das sind gefährliche Leute. Ja, nee, wir haben ja nichts gegen den Islam, wir haben ja nur etwas gegen deren Auslegung. Ach so, wegen deren Auslegung. Okay, haben die zu Gewalt aufgerufen? Nein. Was haben die denn gemacht? Da kennt man wieder irgendwas aus. Nach den ersten 10 Tagen der großen Koalition ist eine Sache völlig klar. Auf absehbare Zeit werden Flüchtlinge, Integration und der Islam in Deutschland die mit Abstand emotionalsten Themen bleiben. In der Union tobte bereits jetzt ein schwerer Streit. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, Innenminister Horst Seehofer im Bild-Interview gesagt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihm nicht nur in ihrer Regierungserklärung widersprochen. Okay. Ob der Islam nun zu Deutschland gehört, ein Teil von Deutschland ist, darum geht es schon längst nicht mehr. Und Angela Merkel liegt falsch, wenn sie sich als Kanzlerin alleine an diesem Satz festklammert. Also Angela Merkel liegt falsch daran als Kanzlerin, wenn sie sich an diesem Satz festklammert. Ich hab den Text vorher nicht gelesen. So, die Frage, die sich jetzt stellt, und so müsst ihr immer rangehen, das heißt kritisches Denken. Warum? Und das ist auch gut bei einer Diskussion. Das beste Mittel gegen Vollidioten ist, die Warum zu fragen. Spätestens beim dritten Warum weiß er nicht mal, was er sagen soll. Okay, warum? Schauen wir mal, was er erzählt. Jetzt bin ich mal gespannt. Natürlich, jetzt gucken wir mal, ob die Frage, warum Angela Merkel falsch liegt und Horst Seehofer damit richtig liegt, warum das so ist. Natürlich gehören Millionen Muslime zu Deutschland. Natürlich sind Millionen Muslime der Teil der deutschen Gesellschaft. Aber ihre Religion gehört nicht dazu. Es geht darum, dass die Bundeskanzlerin lustvoll in einen Streit geht. Lustvoll in einen Streit? Wer hat denn mit dem Streit angefangen? Wer hat denn dieses Wort in den Raum geworfen, ohne dass er danach gefragt wurde? War das nicht der Herr Seehofer? Okay, weiter. Dass Angela Merkel ihre erste Regierungserklärung analysiert, dass die Flüchtlingskrise Deutschland gespalten habe, wozu sie durchaus beigetragen hat, und dann geradezu störrisch an diesem Satz herumzureiten, der viel mehr spaltet, als dass er eint. Hört nochmal zu. Hört,
Hört euch doch mal an, zu, was die labern. Also, dass Angela Merkel in ihrer ersten... Nein, Bruder, guck mal, wenn ich was zu trinken haben will, sage ich das. Ja? Dass Angela Merkel ihre erste Regierungserklärung analysiert, dass die Flüchtlingskrieg Deutschland gespalten habe, wozu sie durchaus beigetragen hat, und dann geradezu störrisch auf diesem Satz herumzureiten, der viel mehr spaltet, als dass er eint. Also sie wollen jetzt damit sagen, dass das ja eigentlich ein Widerspruch ist, dass sie sagt, der Islam gehört zu Deutschland, und sie gibt gleichzeitig zu, dass die Flüchtlingskrise ja ein Fehler von ihr gewesen ist. Okay, was hat jetzt die Flüchtlingskrise mit dem Islam zu tun? Ich hätte ja auch Millionen von Christen nach Deutschland bringen können, aus irgendeinem Land, wo die verfolgt werden. Und die Leute fühlen sich einfach überfordert. Hätte genauso passieren können. Das hat nichts mit der Religion zu tun. Aber klar, wenn natürlich die Bild vorher schon suggeriert, dass diese Exzesse von Köln bei der Silvesternacht was mit dem Islam zu tun hätten, denn diese betrunkenen nordafrikanischen Muslime, betrunkenen, feiernden nordafrikanischen Muslime, die haben natürlich nur die Frauen dort angegrapscht, weil der Islam das befiehlt. Das heißt, der besoffene Muslim ist jetzt Teil des Islams und deswegen gehört der Islam nicht zu Deutschland. Alles okay. Der ist doch eigentlich integriert. Das ist doch eigentlich der perfekt integrierte Muslim, der Silvester feiert, mit der Alkoholflasche über die Straße rennt. Und wenn wir dort stehen würden und sagen, Leute, trinkt doch keinen Alkohol, macht ihr nicht mit, dann wirst du angezeigt wie eine Scharia-Polizei. Wir schaffen das. Hier. Sie versucht, die Menschen zu erziehen, die die Last ihres Satzes, wir schaffen das, getragen und tatsächlich sehr viel geschafft haben. Millionen Menschen in Deutschland wollen nicht darüber belehrt werden, ob der Islam nun zu Deutschland gehört. Ja, okay, warum ist jetzt Angela Merkel, guck mal, kehrt zurück, warum ist jetzt Angela Merkel falsch? Weil er hat ja eben gesagt, Angela Merkel ist falsch. Was habe ich euch gesagt, warum? Millionen Menschen wollen nicht belehrt werden. Ja, okay, dann ist ja so Horst Seehofer genauso falsch. Wenn die nicht belehrt werden wollen, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht, warum ist Horst Seehofer, warum wird suggeriert, Horst Seehofer ist richtig und liegt richtig und auch Angela Merkel liegt falsch? Boah, hier. Nun zu Deutsch. Schließlich leben sie das Zueinandergehören jeden Tag am Fließband als Nachbarn, als Freunde. Ja, dann ist doch gut. Wenn es um den Islam geht, meinen Merkel und Millionen Bürger etwas anderes. Ja, was denn? Warum? Merkel mag die Muslime in Deutschland meinen, das ist für die überwältigende Mehrheit der Bürger aber ohnehin klar, dass diese Menschen zu uns gehören. Sie wollen viel mehr Antwort, ja, ob das so vielen so klar ist, das bezweifle ich. Ja. Sie wollen viel mehr Antwort auf die Frage, wie will die Politik dafür sorgen, dass die Teile des Islam, die mit unseren Gesetzen nicht vereinbar sind, Deutschland nicht verändern. Die Teile, die mit dem Islam, mit unserem Gesetz nicht vereinbar sind, Deutschland nicht verändern. Okay. Was genau? Mal gucken, ob die Antwort kommt. Wie macht die Politik klar, dass der Antisemitismus der Islam... Okay, das ist jetzt die Antwort. Wunderbar. Wie macht die Politik klar, dass der Antisemitismus der islamischen Welt sich hier nicht einnisten kann? Ach so. Antisemitismus, da haben wir in Deutschland noch nie was von gehört. Guck dir das mal an. Was das für ein Blödsinn ist. Gibt gar keine, unter Deutschen gibt es gar keinen Antisemit. Aber die Muslime sind alle antisemitistisch. Übrigens, Muslime, Araber sind Semiten. Der Prophet Mohammed war ein Semite. Arabisch ist eine semitische Sprache. Aber Arabisch, Hebräisch und Aramäisch sind semitische Sprachen. Freunde der Sonne. Und weil irgendwelche Wildgewordenen jedes Jahr, wenn dann irgendwelche Jugendlichen, die Bock haben, Stress zu haben, dann, wenn es darum geht, heute gibt es eine Demonstration gegen Israel, dann gehen wir auf die Straße und zünden eine Fahne an. Das sind genau die Jugendlichen, die man meistens gar nicht in der Moschee sieht.
Ach so, Fußball-Hooligans in jetzt Deutschland oder wie? Schlägertrupps, Nazi-Schlägertrupps in Sachsen-Anhalt sind Deutschland oder wie? Wie machen Deutschland aus? Das ist das Christentum sogar. Wie wird denn jetzt bitte verhindert, dass israelische Fahnen verbrannt werden? Da kann ich einen Vorschlag geben. Liebe Bild-Zeitung, Herr Bosbach, meine Damen und Herren, ich habe einen Vorschlag. Laden Sie uns nicht mehr aus den Moscheen aus. Sorgen Sie nicht mehr dafür, dass wir nicht mehr in den Moscheen eingeladen werden können. Und dann werden wir sagen und lehren, dass man keine Fahnen verbrennen soll, weil es gar nichts bringt, eine Art Sachbeschädigung ist. Ganz einfach. Und übrigens habe ich auch einen Vortrag darüber, wie man sich bei einer bei der Gaza-Demo verhalten soll. Ja, ist klar. Also erzählt er vor der Kamera, hinter der Kamera. Da wollte ich auch was zu sagen. Warum soll ich vor der Kamera was anderes sagen als hinter der Kamera? Wenn ich vor der Kamera was anderes sagen sollte als hinter der Kamera, dann würden die Leute, die mir folgen, sagen, der ist ein Lügner. Dem kann ich gar nicht vertrauen. Das ist der größte Blödsinn. Außerdem haben wir in den 10 Jahren jemals was anderes gesagt? Hatten wir jemals eine andere Botschaft? Wer sagt, sollte es uns schreiben. Welche Botschaft von uns hat sich genau verändert? Von 2006 bis 2018. Welche Botschaft hat sich genau geändert? Weiter im Text. Was tun wir denn als Gesellschaft, wenn Juden sich nicht mehr Kippa auf der Straße trauen? Ja, Prediger einsetzen, die muslimischen Jugendlichen, oder das sind nicht unter Muslimen, nur mal so nebenbei. Ja. Ich weiß nicht, ob sich die Juden mit Kippa in bestimmten Gebieten in Sachsen-Anhalt auf die Straße trauen. Und in Deutschland gibt es ja so viele Juden mit Kippa, ne? mit dieser Mütze. Die sind ja förmlich, wie oft siehst du solche Leute? Ich sehe die einmal im Jahr. Ich habe es einmal im Leben, einmal seitdem ich hier geboren bin. Einmal seit du in Deutschland geboren bist, hast du gesehen. Wunderbar. Was ist mit der Gewaltbereitschaft gegen Homosexuelle, die infolge der Flüchtlingskrise in Deutschland gestiegen ist? Ja, Flüchtlingskrise. Wir dürfen noch gar nicht an die Flüchtlinge ran. Wir dürfen doch gar nicht an die Flüchtlingskrise ran. Aber warum werden die Flüchtlinge, die sich gegen die Gesetze haben, mit dem Islam in Verbindung gebracht? Die meisten Flüchtlinge, die gegen die Gesetze hier verstoßen, sind dieselben Flüchtlinge, die tagsüber mit der Bierflasche durch die Straße laufen. Das sind doch meistens die Flüchtlinge, die irgendwelche Frauen antatschen, begrapschen. Aber die Flüchtlinge, die den Islam praktizieren, die leben hier nicht so. Die haben Besseres zu tun, als sich mit irgendeinem Homosexuellen zu beschäftigen. Aber hier wird das asoziales Verhalten mit dem Islam in Verbindung gebracht. Und wenn wir was dagegen sagen und lautstark was dagegen sagen, sind wir die Bösen. Wie setzt dieser Staat durch, dass es keine Scharia-Richter gibt? Wo gibt es denn Scharia-Richter? Wo gibt es Scharia? Das ist ein völliger Blödsinn. Kennst du einen Scharia-Richter hier? In dieser Stadt? Kennst du einen Scharia-Richter in Dortmund? Düsseldorf? Ich kenne keinen. Welche Scharia-Richter? Wo sind die? Wer ist das? Kann man mir einen Namen nennen? Kann man mir einen Ort nennen? Wo sind die Scharia-Gerichte? Junge. Wie genau? Und stell dir mal vor, das liest jetzt jemand, der keine Ahnung hat. Deswegen müssen wir auf sowas antworten. Ja, genau. Die ganzen Flüchtlinge sind strenggläubige Muslime. Die Frauen betatschen, begrapschen und die Homosexuellen schlagen und die Fahne verbrennen und die Scharia-Gerichte haben die. Wie genau machen wir denn nun klar, dass zum Beispiel unsere Schulen es nicht akzeptieren werden, wenn Mädchen weniger Zugang zu Bildung, Sport, Klassenreisen haben, weil einige zu viele Familien das so leben unter Berufung auf ihren Glauben? Wie genau machen wir denn nun klar, dass zum Beispiel unsere Schulen es nicht akzeptieren werden, wenn Mädchen weniger Zugang zu Bildung, Mädchen haben weniger Zugang zu Bildung im Islam? Die größte Gelehrte im Islam war Aisha, die Frau des Propheten, und das nur mal nebenbei. Und Fatima, die Tochter des Propheten. Sport, sowohl für Männer als für Frauen gibt es im Sport gewisse Regeln. Ja? Ich kann als Mann auch nicht in der kurzen Badehose rumtanzen. Ja, und meine Blöße zeigen. Ja. Klassenreisen haben, prinzipiell gibt es fast alles auch für Muslime. Aber ganz einfach, ich kann die Antwort geben, wie man das durchsetzt. Liebe Bild-Zeitung. So, wie man das schon durchsetzt. Man wird dazu gezwungen.
Jeder Muslim, der hier ein Kind hat, und es gibt bestimmte Regeln, übrigens die bei den Zeugen Jehovas auch gelten, das ist aber kein Problem, und bei bestimmten christlich-fundamentalistischen Gruppen auch gelten, bestimmte Regeln, ja, die in Deutschland praktiziert werden, du wirst durch die Schule dazu gezwungen, daran teilzunehmen. Ganz einfach, so einfach wird das geregelt. So einfach wird das geregelt. So. Was tun wir denn gegen importierte Gewalt? Zum Beispiel gegen den erbarmungslosen Glaubenkrieg zwischen Sunniten und Schiiten, der in unseren Flüchtlingsheimen tobt. Ja, lassen Sie einfach Leute wie uns in die Flüchtlingsheime rein und dann werden wir das schon klären. Aber wenn Sie da Ihre Sesselfurzer von Sozialarbeitern haben, die nichts gebacken bekommen, ist klar, dann haben Sie dann einen Glaubenskrieg. Aber wenn Sie uns nicht haben wollen, haben Sie einen Glaubenskrieg, ganz einfach. In der islamischen Welt sprengen sich Sunniten und Schiiten gegenseitig ihre Gotteshäuser in die Luft. Übrigens, der größte und blutigste religiöse Krieg war der 30-jährige Krieg. Die blutigste Schlacht davon war die Schlacht von Magdeburg. Herr Bosbach, nochmal für Sie hier, Herr Bosbach. Hä? Gehört auch zur Geschichte Deutschlands. Der blutigste Religionskrieg. Ja? Was tun unsere Politiker dafür, dass dieser Konflikt nicht zunehmend in Deutschland ausgetragen wird? Ja, die schicken Sesselfurzer in die Flüchtlingsheime, die nichts gebacken kriegen. Aber die schicken die dahin, weil die Bild-Zeitung und andere Zeitungen gegen Leute, die was dagegen tun könnten, hetzt, sodass die da nicht einsetzen können, weil die sowieso direkt rausgeschmissen werden. Bleibt ihnen ja nichts, was sollen die sonst machen, liebe Bild-Zeitung? Ja, jetzt sind uns die Hände gebunden. Was Kanzlerin Angela Merkel Deutschland noch schuldig geblieben ist, sind ganz konkret, aber guck mal, die Sache ist ja folgendes. Also, Angela Merkel hat nicht recht, dass der Islam zu Deutschland gehört, weil ja in allen Flüchtlingsunterkünften Religionskriege herrschen, Schwule geschlagen werden, Israel-Flaggen verbrannt werden. Ja, das heißt, das ist der Islam. Das macht jetzt den Islam aus. Ja. Deswegen hat Seehofer recht. Was Angela Merkel Deutschland noch schuldig geblieben ist, sind ganz konkrete Antworten auf diese Fragen. Ja, warum beantwortet ihr die Fragen nicht mal? Beantwortet uns doch mal die Fragen. Junge, Junge. Ja. Die Mehrheit der Menschen mitträgt und das somit einend wirkend. Diese Antworten ist sie auch den Muslimen schuldig, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Integration braucht klare Ansagen. Da muss ich der Bild-Zeitung recht geben. Integration braucht klare Ansagen. Das ist die Frage, die stellen wir uns schon seit damals das Problem in der Rüttli-Schule losgegangen ist, hier in Berlin, Neukölln. Da hieß es überall Integration und Hatun Sürücü wurde getötet in einem Ehrenmord. Integration. Okay, was ist denn Integration? Erklären Sie es uns. Herr Bosbach, vielleicht können Sie es uns erklären. Aber nee, ich glaube, Sie können das nicht erklären. Aber vielleicht kann es ja die Frau Merkel erklären. Also der Frau Merkel traue ich das eher zu, vom Intellekt her, dass sie das erklären kann, als dem Herrn Bosbach. Vielleicht kann es auch der Herr Seehofer erklären. Franz Josef Strauß kann es nicht mehr erklären, der ist schon tot. Wer soll es uns erklären? Guido Westerwelle ist auch nicht mehr unter uns. Erklären Sie es uns. Wir wollen gerne wissen, was meinen Sie mit Integration? Und dann können wir Ihnen danach sagen, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Der Satz, der Islam gehöre zu Deutschland oder sei Teil von Deutschland, ist sicher Angela Merkels Handlung. Aber für viel zu viele Menschen ist es keine Antwort, keine Lösung. Sondern klingt wie eine Durchhalteparole. Durchhalteparole? Jetzt gucken wir mal. Unterschiedliche Ergebnisse in den Islamumfragen. Die aktuellen Meinungsumfragen zum Thema Islam geben ein gespaltenes Meinungsbild wieder. RTL Trendbarometer, Forsa, 47% der Befragten sagen, dass der Islam zu Deutschland gehört, 46% sagen, dass der Islam nicht Teil der deutschen Gesellschaft ist. INSA Wählerumfrage, und hier muss man immer sagen, bei solchen Umfragen, die Islamhasser-Seiten schicken das sofort rund und nehmen daran teil. Ja?
Und es ist ein großer Unterschied zwischen den älteren Leuten und den jüngeren Leuten. Und ein ganz großer Unterschied zwischen den Nicht-Muslimen, die gute Kontakte mit Muslimen hatten, die Kontakte mit Muslimen haben, und denen, die keine Kontakte mit Muslimen haben. Ich merke das sogar in meinem Umfeld. Mein Nachbardorf ist ein Dorf, wo fast nur Deutsche wohnen. Da gibt es extrem viele so Leute mit einer, ich sag mal, rechten Meinung. Und in den Dörfern, wo die Leute mit Muslimen viel zu tun haben, sieht die Sache anders aus, weil sie einfach positive Erfahrungen haben. Aber natürlich in sozialen Brennpunkten, wo die super coolen Tony Montana, Araber, Türken, Kurden und so weiter rumlaufen. Ich bin der Gangster, Alter. Ich bin der Beste. In diesen Gebieten sieht es genau andersrum aus. Und da kommen dann auch diese ganzen PE-News-Leute her, weil das sind meistens die Ohrfeigengesichter dort gewesen. Denen ist vom Türken die Freundin ausgespannt worden. Der hat vom Araber eine Ohrfeige bekommen. Dann ist er gegen den Islam. Hier. Der Aussage, der Islam gehört zu Deutschland, stimmt hier gut jeder Fünfte zu. 61% der Deutschen lehnen die Aussage ab. Ein Sechstel sagt, weiß nicht oder machen keine Angabe. CIVI-Umfrage für die Welt. Insgesamt 76% der Befragten stimmen der Aussage Seehofers zu. Die Welt. Die Komiker. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Stimme vollkommen zu, sagen dabei 61% und 15% sagen, stimme eher zu. Jetzt gucken wir, was die hier sagen. Oliver Reitsche, 22. 22? Boah, der ist 22. Guck mal. Der sieht doch nicht aus wie 22, oder? Aus wie 42. Aber bestimmt, der hat Albträume vom Islam. Deswegen. Seehofer hat recht, Muslime müssen sich mehr integrieren. Aha. Also, die Begründung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, ist, dass die Muslime sich mehr integrieren. Was meinst du, wenn du den Komiker jetzt fragst, was ist eine Integration? Klär mal. Erzähl uns mal, Olli. Dann. Wolfgang Koslowski, 69, Rentner aus Hildesheim. Ich gebe Herrn Seehofer recht, viele Muslime haben zwar ihre Heimat hier in Deutschland, praktizieren auch ihre Religion. Insofern sind sie natürlich Teil der Gesellschaft, aber ihre Religion ist definitiv kein Teil der deutschen Tradition und Geschichte. Das haben wir ja schon eben gesagt, aber wenn etwas nicht Teil der Geschichte ist, der weiten Vergangenheit, dann ist es trotzdem Teil der nahen Vergangenheit. Das ist diese Argumentation absoluter Schwachsinn. Und, oder gehört das Passafest der Juden zu ihrer Tradition, Herr Koslowski? Tanja Schierhorn, Dentalhygienikerin aus Hamburg, 49. Dentalhygienikerin. Ich unterstütze zu Seehofer. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, zumindest historisch nicht. Haben wir schon erzählt. Hat die Geschichte bei Ihnen vor 100 Jahren aufgehört? Oder geht die Geschichte bis in die Gegenwart? Wir reden vom Hier und Jetzt. Ansonsten gehört das Christentum auch nicht zu Deutschland. Wir könnten ja auch sagen, dass die deutsche Geschichte hört dann auf mit der Schlacht um den Teutoburger Wald. So, aber die Zuwanderung hat jetzt vieles geändert. Tino Fuchs, 39, Altenpfleger aus Dresden. Guck mal, Altenpfleger sind meistens immer so nette, soziale Leute. Pass auf, was er jetzt sagt. Auch die aus Dresden? Egal, wo die herkommen. Ganz glaub mir. Ich bin da bei Frau Merkel. Siehst du? Ich bin da bei Frau Merkel. Schließlich haben wir Religionsfreiheit. Jeder sollte in Deutschland nach seiner Fasson leben können. Katrin Schubert, 32. Oft sind noch Frauen dagegen, weil die sind irgendwann mal betrogen worden, hatten einen Freund aus dem islamischen Land. Ja. Islam und Deutschland passen nicht zusammen. Insofern hat Seehofer schon recht. Aber man sollte das ganze Thema nicht so groß diskutieren. Passt Christentum und Deutschland zusammen? Inwieweit wird das Christentum denn hier praktiziert? Was hat der Osterhase mit dem Christentum zu tun? Was hat der Weihnachtsbaum eigentlich mit dem Christentum zu tun? Aber egal. Karl-Heinz Irmi, 61, aus Leipzig. Ein in Leipzig, zwei in Leipzig, drei in Leipzig. Ich sehe das wie Seehofer, habe ich mir gedacht. Hier passen sich viele nicht an. Ach so, was heißt denn Anpassung für Sie? Erzähl mal, Herr Karl-Heinz. Ruth Walter, Postbotin aus Dresden.
Radikale Strömung muss man nicht tolerieren, aber anständige Muslime gehören mit ihrer Religion schon zu uns. Also es gibt auch Anständige. Ich würde mal gerne wissen, wie viel Kontakt ihr habt. Dann haben wir Anna Utuya Kumaran, 20. Psychologiestudentin aus Essen. Ich finde, Angela Merkel hat recht, denn keine Religion sollte in Deutschland ausgegrenzt werden. Auch die Kultur des Islam gehört zu Deutschland. Die Anna. Garantiert eine Jugendliche aus Essen, die hat garantiert Freundinnen, die Muslime sind. Pass auf jetzt. Pina Keffel, Marketingassistentin aus Frankfurt. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die geht immer am Bahnhof in Frankfurt lang, deswegen die meint. Es ist eine andere Kultur, die Rechte der Frau mit Füßen tritt. Das passt einfach nicht hierher. Okay, Frau Pina, wie viele muslimische Freundinnen haben Sie denn? Selina Dem, 18. Ich habe mit Muslimen kein Problem, solange sie sich gut verhalten. Ich habe muslimische Freunde, auch sie gehören zu Deutschland. Siehst du? 18-jährige Selina. Dann Aoun Allah Badle, 27, mit Tochter Rita. Der Syrer lebt seit 2 Jahren in Leipzig. Seehofer hat wohl Angst, dass alle Muslime von ISIS sind. Ich will hier studieren und arbeiten. Was kann daran verkehrt sein? Naja. Renate Tacker-Hunsch, 66, Rentnerin aus Hamburg. Der Islam gehört zu Deutschland, weil er friedlich ist und für mich Islam nicht gleich Terror bedeutet. Renate, möge Allah dich recht leiten. Möge Allah dich ins Paradies führen, liebe Renate. Peter Hoffmann, 71. Ui, das Gesicht sieht sehr, wie soll ich sagen, also finster aus. Siehst du? Guck mal, ganz klar, ich habe vorher nicht gelesen, was er sagt. Nur ins Gesicht gucken. Ganz klar, in dieser Form gehört der Islam nicht zu Deutschland. Alle müssen an die Verfassung halten, das sehen unsere muslimischen Freunde genauso. Naja, okay. Der hat auch muslimische Freunde. Was hat das jetzt mit der Verfassung zu tun? Puri M. Puri, das ist bestimmt Inder. Taxifahrer aus München. Seehofer hat keine... das ist ein Iraner. Shituri Khubi. Seehofer hat keine Ahnung, ich bin Moslem aus dem Iran. Kulturell ist der Islam natürlich kein Teil Deutschlands, aber es leben immer mehr Muslime hier und sie leisten ihren Beitrag für die Gesellschaft. Ralf Müller, 23. Sieht nett aus. Der Islam gehört zu Deutschland. Hab ich schon gedacht. Nea der Wiese aus Berlin. Wenn der Islam nicht zu Deutschland gehören soll, wollen wir auch nicht zu Deutschland gehören. Wir Muslime sind in Deutschland nicht anerkannt, dafür aber unsere Arbeit und unsere Steuern. Das stört mich. Ja, lieber Nea der Wiese. Das Problem ist, die Islamhasser, die denken ja, dass alle Muslime nicht arbeiten, sondern nur Verbrecher sind. Das ist das Problem an der Sache. Weil auf der nächsten Seite geht dann zum anderen Thema. Da geht es dann hier darum, um Scharia-Gericht. Scharia-Eltern festgenommen, Flüchtlingsmädchen niedergestochen. Ja? Da wird das dann so dargestellt, als wenn ein Mädchen, das niedergestochen wurde, wegen dem Islam von den Eltern niedergestochen wurde. So wird das dargestellt. Wie gesagt, was ist jetzt die Zusammenfassung von dem ganzen Thema für uns? Was können wir jetzt machen? Wir haben jetzt gemotzt, aber es muss ja eine Botschaft geben. Weil wir sind ja kein Unterhaltungssender. Es muss eine Botschaft geben. Was können wir dagegen tun? Nummer 1. Wir sehen in dieser Reaktion, immer die, die guten Kontakt zu Muslimen haben, haben eine andere Meinung. Und was sagt der Prophet zu uns? Man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn ehren. Edel behandeln. Der Prophet a.s. sagte, Wallahi, 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 la yu'min, man la ya'man jaruhu, bawa'ika. Bei Allah, derjenige glaubt nicht, dessen Nachbar nicht vor seinem Schaden sicher ist. Damit fängt es bei uns an als Muslime. Wenn wir Muslime alle diese Meinung haben und diese Botschaft tragen, wird sich vieles verändern. Viele fragen mich beispielsweise, wie ist das eigentlich bei dir? Ja? Boah, die Medien haben so über dich gehetzt. Leute, ich bin einmal in Kindergarten gegangen, ja, um meinen Sohn oder meine Tochter dort anzumelden, vor ein paar Jahren. Als ich meinen Namen genannt habe,
da fing die bald an zu weinen. Aber heutzutage denken diese Leute ganz anders. Die Leute, die aus dem, die aus unserem Umfeld kommen, denken komplett anders. Das ist das, was wir tragen müssen. Wir Muslime müssen die freundlichsten sein. Wir Muslime müssen die fleißigsten sein. Wir Muslime müssen die gerechtesten sein. Wir Muslime müssen die ehrlichsten sein. Nicht, weil wir uns einschleimen wollen, weil das ist, was der Islam von uns will. Allah sagt in Surah 3, Vers 110, und das ist das, was wie Allah uns beschreibt. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die unter den Menschen hervorgekommen ist. Ihr gebietet das Gute, verbietet das Verwerfliche und ihr glaubt an Allah. Und ihr glaubt an Allah. Aber wie kannst du das Gute gebieten? Was ist das Gute gebieten? Ehrlichkeit gebieten. Gerechtigkeit gebieten. Freundlichkeit gebieten. Sauberkeit gebieten. Aber wie kannst du es gebieten, wenn du es selber nicht praktizierst? Aber jetzt stellen wir uns die Frage. Sind wir wirklich so? Praktizieren wir den Islam wirklich so? Deswegen die beste Integration ist, den Islam richtig zu leben. Welches Problem soll jemand mit einem Muslim haben, der ehrlich zu ihm ist, der gerecht zu ihm ist, der freundlich zu ihm ist, der sauber ist? Welche Probleme soll der haben? Natürlich, es gibt immer Leute, die trotzdem Hass haben. Aber die können wir sowieso nicht überzeugen. Das sind die, die Allah im Koran beschreibt. وَمَنْ نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Sie haben nichts an ihnen gehasst, außer dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten geglaubt haben. Das ist die Botschaft. Das ist das, was wir tragen müssen. Aber wie können wir das tragen? Du praktizierst es vielleicht. Jetzt kommen wir zu Schritt 2. Du musst die anderen dazu aufrufen, das zu praktizieren. Wir müssen eine Jugendarbeit haben, die die Jugendlichen anzieht. Es nützt sich, einen Unterricht in der Moschee zu haben, wo 10 Leute kommen, die üblichen Verdächtigen, geschlossene Gesellschaft, wie in der Kneipe, geschlossene Gesellschaft, weil die sowieso kommen. Man muss sich um die kümmern, die nicht normalerweise in die Moschee kommen. Und da muss die Priorität darin bestehen, nicht Koran auswendig zu lernen, sondern in erster Linie den Akhlak des Islams zu lernen. Weil es kann sein, du kannst den Koran auswendig, was wichtig ist, nicht, dass mich jemand missversteht. Koran auswendig lernen ist wichtig, aber der Akhlak eines Muslims zu haben, ist das A und O. Akhlak? Akhlak, die wissen schon, was Akhlak ist. Das sind Muslime, mit denen wir reden. Ja? Das ist das A und O. Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, diese Werte. Husnul Khuluq. Allah sagt über den Propheten, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Wahrlich, du hast wahrlich gewaltige Charaktereigenschaften. Wir dürfen der Jugend nicht vermitteln, wir können sowieso nichts ändern. Das ist auch ein schlechtes Benehmen. Das ist eine schlechte innere Haltung, ist das, diese Einstellung von Yes, von Verzweiflung zu haben. Und hier muss sich jeder Gedanken machen, wie kann ich die Botschaft an meine muslimische Geschwister bringen? Wie kann ich den kriminellen Jugendlichen auf den geraden Weg bringen? Wie kann ich Jugendarbeit leisten? Wie kann ich den drogenabhängigen Jugendlichen von den Drogen wegbringen? Oder dazu führen, dass er gar nicht auf solche Wege kommt, auf solche Irrwege? Wie kann ich den jugendlichen Muslim dazu bringen, sich an die Regeln zu halten, ein guter Mensch zu sein oder vielleicht auch den Älteren? Und die Antwort ist ganz klar, wir müssen die Botschaft verbreiten. Die Botschaft ist wie eine Medizin, die Vorträge sind wie eine Medizin. Heute gibt es Leute, die sich das hier mit anhören. Wir werden immer mehr erreichen. Natürlich werden sie uns bekämpfen. Warum? Weil in Wirklichkeit wollen viele von denen gar nicht, dass der Islam in einem positiven Licht steht. Die wollen, dass wir als Terroristen dargestellt werden. Warum haben sie fast nirgendwo berichtet,
Guck mal, jede Sache, die irgendwo passiert, da machen sie ein großes Thema draus. Warum wurde in den Medien kein großes Thema draus gemacht? Dass ich auf einen IS-Anhänger losgegangen bin. Warum wurde das kleingeschwiegen? Warum wurde es kleingeschwiegen, dass wir eine Kundgebung gegen die gemacht haben? Aber die Scharia-Polizei, wo 10 Leute mit einer Karnevalsweste über die Straße gehen, oh, das wurde so groß gemacht. Und da kamen dann wieder irgendwelche Muslime, irgendwelche Munafikun, die sie ausgegraben haben. Ja, ich hatte so eine Angst gehabt. Was für eine Angst. Die stehen dort in der Straße und sagen, ja, Bruder, ist doch nicht gut, in die Spiele alle zu gehen, du brauchst da viel Geld. Die müssen normalerweise die Scharia-Polizei bezahlen. Die müssen die nicht anzeigen, normal müssen die denen Geld geben. Man muss sagen, das ist die beste Idee, die wir je hatten. Wir wollen doch Integration, wir wollen doch zusammenleben. Genau, geht auf die Straße, ruft diese jugendlichen Muslime zurück. Deswegen das ist ein Beispiel. Macht das. Nicht Scharia-Polizei, dass ihr Scharia-Polizei hinten rausschreibt. Geht auf die Straße. Ruft die Leute in die Moschee. Ruft die Leute in die Wohnung. Ruft die Leute zu Vorträgen. Macht zu Hause Vorträge. Aber wer macht was? Das ist die Frage. Aber es wird eine neue Generation kommen, inshallah. Das ist meine Botschaft von heute. Möge Allah uns allen Ikhlas geben. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.